Jetzt will ich nur, dass ich diese Essenzen, die ich jetzt im ME-System speichere, und das war die ganze Zeit die Grundlage, die ich ja nur haben wollte, dass ich diesen dummen Alchemie-Crucible hier verbessern kann. So, deswegen durch die Seite jetzt erstmal ignorieren und wir gehen dann Alchemie, weil es hat mit dem hier zu tun, wo ich jetzt studieren muss. So, gelöst, hat ein bisschen gedauert, aber auch nicht einfach. Also dann schauen wir mal, das ist nämlich hier eine Konstruktion, die ich bauen muss, und das ist der bessere Alchemie-Zeug-Ebene. Irgendwie craften, aber okay, da sind sie. Oh Gott, das ist dann doch ein bisschen aufwendiger irgendwo. Greatwood, das sind ganz normalen Tubes. Filter, was sind die hier? Ah, okay, das sind einfach die Tubes mit einem Hebel, das könnte ich machen. Wolfi sogar noch da an sich. Ich muss nur Tubes mehr herstellen und das kriege ich auch hin. Aber diese dummen Inseln manchmal zu suchen ist halt auch nervig, weil wir bei unserer Base halt nicht unbedingt die optimalsten haben. Also, da gibt aber auch, glaube ich, Zauberstäbe, die das automatisch herstellen können. Problem dafür brauchen wir halt unter anderem den, wo ich jetzt gesehen habe, unendlich Blut halt. Also, seht, der Alchemical Construct. Ah, perfekt. Noch aufgeladen. Den dummen Scheiß endlich mal abbauen. Den brauchen wir hoffentlich nie wieder in der normalen Version. Einfach mal so drei Blöcke weg davon. Stell das dann auf, hoffentlich. Oh, das ist, glaube ich, noch bestimmte Aspekte, dass das funktioniert. Oh ja. Keine 30 Ordo, daran wird es liegen. Jetzt sollte ich genug haben. Komm schon. Let's go! So, den muss ich jetzt noch irgendwie anschließen damit. Im ME-System und sollte das funktionieren. Ah, ich glaube, ich brauche da einfach ein Interface dafür, oder? Ist bei normalen ME-Systemen ja genauso. Let's go. Voll viel Licht und so verwendet, aber ist mir sowas von egal. Brauche ich das Interface? Oh mein Gott, was? Das ist eine Runic-Matrix? Ein Interface. Ja, ich bin gerade ein bisschen gebrochen. Das ist geisteskrank, vor allem, was man da alles braucht. Sind die bescheuert? Das brauchen wir. Wir brauchen natürlich ein normales Interface. Wir brauchen zwei Salzmundus, Portershots, die Cores sind wirklich, haben wir gerade Massen. Filter Decentia Tube kriege ich auch easy hin. Und die Aspekte ist halt Magic 32, davon 16, Ordo 32 und 64 Maschina. Also, boah, was ich da einschmelzen muss. Warte mal, kriege ich jetzt irgendwie aus dem ME-System das Zeug wieder raus? Eigentlich ein Export-Bus, oder nicht? Also, Decentia Export-Bus. Nehme ich mir so eine Warden Jaw. Kann da hoffentlich was rausfüllen. Frage ist, wie stelle ich ein, was ich da raus mache? Vielleicht musst du irgendwie mit einem Zauberstab oder sowas das machen, oder ich weiß ja nicht. Wie machst du die Essenzen ins ME rein? Über eine Maschine. Da kannst du die irgendwie in eine Dings reinpacken, irgendwie in eine, weiß ich nicht, irgendwie sowas wie ein Eimer oder sowas? Gibt es da sowas dafür? Ja, das probiere ich gerade. Ah, okay, das funktioniert auch. Cool. Da, ja, jetzt funktioniert's. Ich da Magic rein. Okay, gut. Ja, gut, damit kriege ich die Essenzen auf jeden Fall hin. Aber dann brauche ich das ganze Export-Boss gar nicht, wenn ich das nächste Ding einfach füllen kann. Oh, yes. Hier. Zwei Stück, das heißt, ich brauche nur 8 von den Quicksilver-Dinger und davon haben wir genug. Die Maschinenteile, Aspekte mäßig, nehme ich einfach Redstone, der hat auch nochmal gut, da kriegen wir noch gut Energy, das ist auch gar nicht mehr so schlecht, passt. Die muss ich halt alle durchschmelzen, das dauert halt. Ich weiß nicht, ob man diesen Fall auch irgendwie schneller machen kann, müsste man mal schauen. Gut, dann machen wir das Ritual für den Sentry Provider Interface vom Formcraft einfach. Wir sollten jetzt überall genug Items haben, ich hoffe, die Anordnung muss nicht richtig sein, ansonsten weine Hier fehlt ich. noch eins. Essenzen sind auch alles bereit, wenn halt was runterfällt, schnell platzieren. Muss ich um die Cores, ich um die anderen Sachen. Das muss richtig angeordnet sein, ich weine. Jetzt aber. Jetzt funktioniert's. Ey, dass die echt richtig angeordnet werden müssen. Ist schon um einiges instabiler, das wird auch länger dauern. Bin gespannt. Ja, da ist was runtergefallen, zum ersten Mal. Junge, okay, krass. Nee, da muss andere hin. Die auch, nein, wenn es jetzt nochmal kaputt wird, ich hab nicht mehr. Ich kann jetzt auch nicht so easy was herstellen. Ein ganz großes Problem. Weil das genau die beiden Sachen instant kaputt gegangen sind. Wie ungünstig. Okay, das sind nur 16 Stück. Das wird nicht so lange dauern. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich mehr Spare-Items herstellen muss. Das war jetzt viel zu knapp irgendwo. Aua, jetzt hat mich angehittet ein Blitz. Aua. Hey, noch echt viel Schaden. Let's go. Wir haben's. Jetzt muss ich das dort irgendwie hin platzieren. Und nur noch anschließen, hoffentlich. Mehr oder weniger sagen, wir werfen hier ein Manas rein und er erkennt es direkt, dass er das zu Taubim Ingot umstellen soll. Damit sollte er das jetzt eigentlich aus dem ME-System nehmen. Er macht's noch nicht. Ach, warte mal, der Kessel braucht Wasser. Und darunter muss auch noch Feuer sein. Ja, das könnte das Problem sein.
Okay, funktioniert, der macht schon. Hast du Wasser reingetan? Nein. Okay, dann funktioniert es ohne Wasser. Also ist einfach ausgespuckt, perfekt. Das ist es schon. Frage ist, er tut's ausspucken, ja. Wenn ich da jetzt einfach eine Chest hinmache, ich sage ihm jetzt einfach nochmal, er soll einen Mana-Steel herstellen. Er macht's. Und hier wird dann Mana-Steel gelandet. Das können wir jetzt im E-System lagern. Und es ist um einiges besser. Er nimmt halt die Essenzen von dem E-System. Und das Geile ist, jetzt zum Beispiel hier bei Enderperlen wird immer noch so andere Aspekte mitgenommen. Wenn dann dafür gesorgt, dass halt dieses komische Glibberzeug da kam. Hier voll viel eben. Und so können wir diese Aspekte halt um einiges besser nutzen, unter anderem. Und es ist halt viel effizienter und somit kriegen wir es auch mehr oder weniger hin, das zu autocraften. Auch wenn ich da mal schauen muss. Ich kann zum Beispiel in Interface auch nicht einfach reinklicken. Aber wenn wir für jedes Item, wo wir von Farmcraft haben wollen, das so machen quasi. Das wird dann halt immer eingestellt, da kann man auch andere Items dann machen. Aus Talismundus wird es viel einfacher herzustellen für uns. Aber wenn wir das jetzt sagen, das tun wir für Autocrafting, Farmcraft nehmen, müssen wir dann nur Mana-Steel da irgendwie reinbekommen. Dann das Mana-Steel da reinkommt eben. Und dann muss halt diese Aspekte währenddessen noch herstellen. Also es wird kompliziert. Aber gerade mit den Essenz hier, mit der Farm, die ich da hinten gemacht habe, kann man viel besser so Essenzen auch herstellen. Es müsste eigentlich ganz gut machbar sein. Es wird zwar aufwendig, Autocrafting damit oder Automatisierung, aber wir haben die Möglichkeit, Farmcraft zu automatisieren. Und das ist big, big progress. Okay, ich möchte ein bisschen was probieren, weil wir haben so ein paar Probleme mit gegen Tomcraft. Weil wir zum Beispiel sowas hier Master Blood Orb eben Eldritch Eye bekommen müssen und wir keine Ahnung haben, wie wir das in Taumkopf bekommen. Und das hängt so ein bisschen damit zusammen, glaube ich, dass uns eine komplette Seite hier fehlt, die wir eben freischalten müssen. Und das machen wir, glaube ich, unter anderem, indem wir einfach mehr hier studieren, irgendwelche Kapitel eben. Hatten wir schon ein paar Mal, dass so ein paar Chat-Nachrichten dann kamen, dass unser Wiss gesteigert ist oder so. Aber es gibt auch eine andere Möglichkeit, indem man zum Beispiel Rotten Flesh essen muss, beziehungsweise auch diese Zombie-Brains. Das heißt, wenn ich jetzt mal Hunger habe, werde ich die essen und hoffentlich wird das funktionieren. Aber werde ich jetzt auch einfach so ein bisschen mal drauf los studieren. Nachteile wird es auf jeden Fall nicht haben. Ich meine, why not? Wird schon hier und da ein paar coole Effekte auch haben, das Zeug. Und ich würde es euch halt einfach so ein wenig reinschneiden. Mal ein anderer Punkt wäre zum Beispiel auch Void Metal. Ist auch noch ein Ingot, wo wir für Draconic Evolution irgendwann brauchen. Wo wir auch noch gar keinen Plan haben, wie wir das eben bekommen. Awakened Core brauchen wir es irgendwann. Was auch irgendwas mit Taumkopf zu tun haben, wo wir noch keinen Plan haben, wie wir daran kommen. Gerade sowas, wo, glaube ich, Forbidden Knowledge draufsteht. Sowas sollten wir mal machen. Liquid Death machen wir jetzt mal. Let's go! Genau, jetzt solche Chat-Nachrichten unten. Das ist sehr gut, um dieses Ding eben freizuschalten, ne? Was das jetzt genau macht, dieses Liquid Death, keine Ahnung. Das meiste Zeug, das kann ich einfach mal so freischalten, indem ich das anklicke, das Zeug hier. Werde ich mir irgendwann mal im Nachhinein mal anschauen, was das alles bewirken tut. Warte mal, ist das hier das Auge? Ich glaube nicht, oder? Ja, sieht schon ähnlich. Ich gehe mal in die Richtung. Wow, war das easy. Okay, ein neues Nighthole. Interessant. Noch was freischalten, und es ist zwar nicht das Auge, wo ich gesehen habe. Trotzdem können wir es mal machen. Vielleicht geht es in die Richtung. Das war auch mal wieder sehr, sehr einfach. Oh, ne, das wird wahrscheinlich in eine ganz andere Richtung gehen. Bloody Scriver's Tools. Ja, mal dieses Seite sieht ein bisschen besonderer aus. Jawohl, auch das ist jetzt gelöst. Ah, okay, damit muss ich das quasi einmal craften. Und dann habe ich ein unendliches Scribing-Tool. Das ist eigentlich sogar eine ganz nette Sache, weil wir mal unendlich Blut hätten. Ich weiß auch, dass es einen Zauberstab gibt, der quasi diese Wister herstellt, diese Aspekte zum Craften. Da verwendet er auch das Blut. Das wäre auch ein Punkt, in diese Richtung könnte man mal gehen, weil es ja eigentlich voll nice ist. Also es wäre auf jeden Fall auch einer der nächsten Schritte, mal unser Blutnetzwerk mehr auszubauen, zu automatisieren. Dann sind die ganzen Items schon ganz nice eigentlich. Boah, die Lanze sieht cool aus. Genauso wie diese Axt hier, die ist dann wieder ein besonderes Item. Let's go. Hat wohl sehr viel mit Hölle und Feuer zu tun. Boah, damit kriegt man besser Monster Heads. Das ist sehr geil. Die würde sich schon mal lohnen zu machen. Dafür bräuchte man halt hier noch ein bisschen andere Crystals. Dann machen wir direkt weiter in die Richtung Forbidden Knowledge. Das ist genau das, was ich brauche gerade. Let's go. Mal schauen. Ah, ist einfach wie so ein kleiner Monster Spawner, den man hier machen kann, glaube ich.
Pflanzen haben, glaube ich, irgendwas mit Anja zu tun. Probieren wir das mal aus. Boah, das war jetzt schwierig. Von Wasser so auf so ein untotes Gebiet zu kommen. Ah, ich glaube, damit kann ich das boosten, was ich gerade so probiere. Das könnte man sich auch in Betracht ziehen, wenn das jetzt alles nicht klappt. Das hat doch irgendwelche negativen Effekte, stand da. Boah, okay, die sind gar nicht so einfach, die mit den Pflanzen. Gerade, ich habe das hier gemacht. Okay, das hat mit irgendwelchen Rissen zu tun. Machen wir die letzte noch. Okay, letztes Rätsel auch gelöst damit. Ah, es reinigt diese Flüssigkeit, die immer bei dem Alchemiezeug entstanden ist, wenn ich das verstanden habe. Ja, machen wir das hier mal. Ich meine, why not? Dann haben wir Alchemie fast durch, die Seite. Rätsel sind auch einfach, weil es so Standarddinger sind. Ja, den Rest können wir jetzt auch mal gut abschließen kurz. Let's go. Jetzt haben wir Alchemie fast durch eigentlich. Ne, ja, eins fehlt noch, dann hätten wir Alchemie wirklich komplett durch. Boah, warte mal, ich hab kaum noch Ordo. Das könnte noch ein Problem werden. Boah, da muss ich echt mal schauen wegen den Ressourcen so. Warum klappt das jetzt gerade nicht? Weil hier eine Verbindung fehlt. Dann baue ich einfach noch ein Feuer rein. Jetzt habe ich es gelöst. Egal, Alchemie ist erstmal fertig. Oh, probieren wir mal jetzt einen Gön zu essen. Ja, ein Temporary Warp kriege ich dadurch. Ja, ist glaube ich doch nicht so ganz, was ich wollte. Ein Rotten Flash bringt tatsächlich gar nichts in dem Punkt. Ja, trotzdem vielleicht gar nicht so schlecht, die Dinger jetzt zu essen. Oh, Purification. Boah, komm, ist Zeit abgeschlossen oder was? Ja, schau mal, vielleicht machen wir uns doch einfach mal einen besseren Zauberstab oder diesen Blutzauberstab, von dem ich mal erzählt habe. Hier. Das können wir damit studieren. Let's go. Ah, okay, doch nicht so ganz, was ich dachte. Doch, ich eine Seite dafür Zauberstäbe. Ja, genau das will ich machen. Wenn ich da das rankomme, wo ich möchte, muss ich wahrscheinlich noch andere Zauberstäbe davor machen. Obwohl es leer ist, kann ich das weiterhin benutzen? Warum? Jetzt ist es aber komplett leer. Okay, das ist ganz weird. Ja, ich habe kein Ordo mehr. Das könnte dann doch ein relativ großes Problem werden. Da, ich kann mir mal zumindest den Pharmium aus Silverwood Event machen. Das ist dieser Blutstaff, den ich eigentlich machen möchte. Ja, schalten wir mal die ganzen Dinger hier frei. Auch wenn es ein bisschen teuer ab und zu ist. Ja, da fehlt schon wieder ein was. Silverwood Grant können wir zumindest machen. Damit zumindest mal einen besseren Zauberstab. Auch nicht, wenn es dieser Blutstab ist. Let's go. Ah, das geht jetzt dort weiter schon. Das wäre jetzt ein nächster Zauberstab, den ich angehen möchte. Ah, auch ein bisschen komplizierter. Aber jetzt haben wir zumindest mal einen besseren Zauberstab hier. Ah, hier ist noch was anderes, wo ich gerne noch machen würde eben. Let's go. Ich habe jetzt überall nochmal was freigeschaltet, sehe ich gerade, dadurch, dass ich das gemacht habe. Okay, kann ich nochmal was freischalten? Ah, mir fehlt überall ein Aspekt und das nervt halt schon ein wenig. Ich muss da noch eine Lösung finden, ne? Own Stuff können wir noch machen. Forbidden Knowledge sogar. Man, ich brauche überall über 50, weil das heißt, ich brauche dafür jetzt noch einen anderen Zauberstab, der über 100 kann. Mein aktuell bester kann nur bis 50. Ist das lost jetzt? You have gained warp? Oh mein Gott, ja, das ist doch genau das, was ich wollte. Hat wohl eine Prozentzahl, ob das temporär ist oder generell Warp. Oh mein Gott, ist das Warp überhaupt extrem schwer? Ja komm, ich probiere das, weil ich habe ja trotzdem noch irgendwie, dass ich mir Risk-Kosten spare. Vielleicht reicht es dadurch ganz knapp. Es sind auch nicht die normalen, sondern Charged Palmium Cap. Was ist das für eine Herausforderung, diesen Stab zu machen? Also das kann ich hier mal ein bisschen Kappen herstellen. Es gibt Staff und Zepter. Ja, ich weiß nicht, was besser ist. Cool ist, ich habe jetzt hier mal so ein Panel übrigens auch angeschlossen, dass ich das auch hier habe, weil ich ja hier die Towncraft-Insel habe. Hier brauche ich das Zeug. Aber ich habe auch einfach mal extrem viele Essenzen von allem, was hergestellt, irgendwelches Zeug eben durchgeschmolzen. Da haben wir auch zum Beispiel mal hier ein K-Metall um. Also jetzt will ich mal die Charge Tormium Cap auf jeden Fall herstellen. Ich habe hier die Aspekte vorbereitet. Und dann sind es einfach nur drei Zahl des Mundus auf jeder Seite. Das ist ein einfaches Ritual. Damit ist der erste auch schon fertig. Machen wir direkt den zweiten. Dann kommt jetzt eben der Staff, was auch wieder ein Ritual ist, wo wir boah, voll viele Aspekte so brauchen und auch jeden Shard einmal und Silverboard. Werde ich mal vorbereiten. Okay, alles ist vorbereitet. Hier die ganzen Aspekte. Das wird ein längerer Prozess auf jeden Fall. Silverboard in der Mitte und dann hier von jedem Shard halt einen dort platzieren. Ich hoffe auch mal, dass hier jetzt alles gut geht. Das wird hoffentlich. Ja, ich habe gut was im Petto so noch. Es sind zwar viele Essenzen, aber braucht von allen nicht so viele. Das ist praktisch. Also, hat er gestellt. Damit können wir hoffentlich, wenn der Zauberstab komplett aufgeladen ist, einmal herstellen.
51,3, nee, das wird nicht so funktionieren. Aber weiß ja auch nicht, wie das gemacht werden soll. Was war das? You have discovered a clue to a new research. Okay, es hat sich irgendwas passiert. Ich hab Angst. Lass mal Gehirne essen. ja, was war das denn? Es war auf jeden Fall schon die richtige Richtung, was ich die ganze Zeit bewirken möchte.